Zimmerservice. Wir müssen die Maschine ja noch starten. Kurz ein bisschen putzen. So, ein Zimmer wäre wieder frei. Wäsche ist fertig. Zimmerservice. Danke, tschüss. Davor kommen Leute wieder. Jetzt müssen wir hier eigentlich ganz kurz und schnell alles machen, was wir hier brauchen. Lampen. Eine Badewanne und so weiter wieder. So, perfekt. Eine Badewanne. WC. Perfekt. Ja, Kunde in der Lobby, ich weiß. Kleiderschrank. Hierin. Anlage. Eine Pflanze, noch eine Pflanze hinter der Tür. Kunde! Der ist gleich weg. Hallo? Really? Excuse me. Ja. Reparatur nötig, danke für nix. Alter, das ist stressig. Excuse. Jetzt hier mit 202. Hier hast du deinen Koffer. Ich komm gleich. Du hast hier deinen Koffer. Da, bitteschön. Das andere Zimmer ist leider noch nicht fertig. Also, nee. Really? I'm sorry. Bestellen und kochen auch noch. Junge, es reicht. Kein Sofa und ein Bett, das ist alles, was es braucht. Ein Sofa. Falsch. Ein Bett. Wieder hier irgendwo in die Ecke. Sehr schön. Ein Sofa. Nehmen wir hier einfach so einen Stuhl. Sehr schön. Bis dahin. Tschüss. Perfekt. Guten Tag. Excuse me. Glück, ein neues Zimmer ist gerade geöffnet worden. Excuse Nein, danke, really? Tschüss. Ich schmeiß dir schon mal den Koffer hin. Hallo. So. Weißt du was, wir lassen das einfach hier. Ich meine, das nächste Zimmer ist gleich nebenan. Dass wir da reparieren müssen, von daher lassen wir das einfach. Oh Gott, ist das stressig. Jemand hat Essen bestellt. Ja, ja. Oh ne. Doch. Gut. Einmal Sandwich. Guten Tag. Excuse me. Er muss kurz schauen, wir haben leider... Kein Thema mehr, danke, tschüss. Junge. Das ist ja ultra stressig. Jemand wollte, glaube ich,
Oh no, was ein Hotdog. Hehe. Also ein Hamburger sicher, aber haben wir eigentlich nicht mehr. Ups. Naja. Okay, jemand wollte ein Sandwich. Und es war ein Hotdog. Zimmerservice! Hallo? Nicht? Okay. Doof. Oh shit. Steam. Was mache ich jetzt mit dem Essen hier? Kann ich es ablegen? Nee. Egal, dann müssen wir halt kurz so einkaufen gehen. So gehe ich jetzt da raus. Die merken das schon nicht, wenn wir da lange weg sind. Hallo. Eier, zwei Pizzen, zwei Hamburger, zwei Lachs, zwei das, zwei Sandwiches. Hä, hey, Hotdog gibt's ja gar nicht. Du hast gar keinen Hotdog. Egal, kaufen wir einfach alles. $580. Ich kann es nicht tragen. Ich kann es nicht tragen, weil ich dieses scheiß Zeug hier in der Hand habe. Doof. Will jemand ein Sandwich? Irgendjemand? Ich will eine Pizza. Das ist der Hotdog. Und dann Hamburger. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Hä, was macht man denn jetzt? Gleich laden, mal schauen. Ansonsten ist es ein Bug. Okay, sehr gut. Nicht gut. Muss ich jetzt eigentlich warten, bis jemand ein Sandwich bestellt hat. Und dann könnten wir dem das geben. Ist die Bestellung noch hier? Danke sehr. Sehr schön. Wow. Okay, ganz kurz. 7202 will ein Sandwich. Nee, das war wieder ein fucking Hotdog. Ach so, das muss man selber kochen irgendwie. Nicht, dass ich das da richtig sehe. Kaffeemaschine. Okay, why not? Ja.
Es ist nur eine Wäscherei. Die Einrichtung war nicht sehr gut, aber das Zimmer war schön. Die Qualität der Möbel im Zimmer ist sehr schlecht. Ich kann nicht alles haben. Das ist jetzt doof. Zimmerservice, Wäsche, danke, tschüss. Zimmer 203, Wäsche. Zimmerservice. Danke, tschüss. Ups, falsch. So. 201, Zimmerservice. Tschüss. Bestellt doch bitte jemand mal ein Sandwich. Irgendjemand. Zimmerservice. Danke, tschüss. Es ist doof, dass man das irgendwie nicht wegschmeißen kann oder so. Aufnehmen kann ich ja auch nicht, sonst habe ich ein Problem. Das Essen wartet. Du wirst es nie bekommen, dein Essen. Niemals. Na gut, irgendwie können wir die Aufgabe leider nicht wirklich erledigen, was doof ist. Und schlafen können wir selber auch nicht. Sonst hätten wir ein bisschen Zeit vergehen lassen können. Aber so, ja. Doof. Und dann hier niemand. Ein Spa gibt's auch noch. Wenn hier niemand ein Sandwich bestellt hat, haben wir ein Problem. Es kann schon ziemlich groß werden hier, wie es aussieht. Ja gut, ich würde sagen, Wohnwagencamp, Markt, Häuser 2, Bürgermeister, Antiquitäten, Bahnhof. Können wir Häuser kaufen? Und mehr Grundstücke? Vielleicht. Bestellt doch bitte mal jemand ein fucking Sandwich. Irgendjemand? Okay, die zwei Zimmer werden gleich leer. Das Essen gibt es heute nicht mehr, sorry. Zimmerbrand. Nice. Hau halt ab und lösen Brand aus. Ja, ein bisschen gerade. Naja, gut. Mich jetzt eigentlich noch interessiert, was passiert, wenn wir dieses Tutorial hier fertig machen.
Aber irgendwie, ja. Ah, Trinkgeld, danke schön. Guten Tag, Sie können gleich das Zimmer nehmen, da. Drei ist auch leer. Guten Tag, welcome im Sunset Motel. Zimmer 203, bitte schön, danke, tschüss. Und muss man vielleicht noch vorher säubern, oder nicht? Okay, ne. Dann sieht das gut aus. So, 201 ist bisher so fast am schönsten. Wenn man das so sagen kann. Wow. Richtig schön. Ein riesen Flatscreen. So, 201 ist am besten. Wer will, der hat noch nicht. Excuse me. Do you have a 201 go. Excuse. 202 go. Jemand will essen? Eins. Lobby, nope. Excuse me. Tschüss. Really? Essen. Eine Pizza. Nee. Also ja, aber nee. Gibt's grad nicht, sorry. Das scheiß Sandwich ist immer noch da. Ah, oh, Mann, ey. Leute. Wäsche nehmen. Hi. No. Nope. Tschüss. Bestellung? Ein Kaffee. Ein Kaffee können wir machen. Können wir nicht machen. Ach Gott. Ist das doof? Hallo. Excuse me. Do you have a Nein. Okay. Wisst ihr was? Wir machen hier erstmal Schluss für die Demo. Ich... Ja. Ist ein bisschen doof, wenn man da irgendwie was falsch kocht und so weiter. Ansonsten ziemlich... Ja. Bisher gutes Spiel, würde ich sagen. Halbwegs gute Grafik, sieht schön aus. Die Musik wird auf jeden Fall. Das ist ein Punkt. Ja, ansonsten wird es, glaube ich, einfach ziemlich stressig, wenn man hier alleine arbeitet. Aber gut, werden wir ja wohl sehen, vielleicht, wenn es draußen ist. Mal schauen, ob ich das spielen werde oder nicht. Auf jeden Fall besser als das andere Spiel, das ich vorhin gespielt habe. Diesen Motel Manager. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei dieser Demo und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.